Ja, schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Pressekonferenz mit der stellvertretenden Bundessprecherin der Grünen, Maria Vassilakou. Guten Morgen auch meinerseits. Es freut mich sehr, dass wir derart Full House haben heute. Das nehme ich als Hinweis darauf, dass das Thema auch sehr, sehr interessiert. Und ich denke auch, dass es ein Thema ist, das in der Tat zu den spannendsten Themen für das nächste Jahrzehnt in Österreich gehört. Ich denke, die Zahlen belegen es sehr eindrucksvoll. Österreich ist ein Zuwanderungsland. Österreich ist ja auch historisch gesehen ein Einwanderungsland. Und ich möchte eine einzige Zahl eigentlich zu Beginn schon beisteuern, von der ich denke, also, dass sie schon von sehr großer Bedeutung ist. Wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass aktuell in Österreich jeder sechste Österreicher einen schon genannten Migrationshintergrund hat. Das heißt, entweder er oder sie selbst, beziehungsweise mindestens ein Elternteil, ist nicht mit der österreichischen Staatsbürgerschaft geboren worden. Das würde bedeuten, dass zum Beispiel auch so jemand wie ich, also zu dieser Personengruppe, dazu gezählt wird, aber auch etwa mein Kind. Niemand wird allen Ernstes behaupten können, dass Menschen, die auf Dauer in einem Land leben, die aber die Staatsbürgerschaft des Landes nicht haben, tatsächlich alle Voraussetzungen haben, um sich integrieren zu können, die sie ja auch brauchen. Und niemand wird behaupten können, dass Menschen, die, sagen wir einmal, 10, 15, 20 Jahre lang in einem Land leben, oder Kinder, die in diesem Land geboren werden und auch dort aufwachsen, ohne österreichische Staatsbürgerschaft, wenn sie daher auch alle paar Jahre mit beschwerlichen Behördenwegen konfrontiert sind, tatsächlich die besten Voraussetzungen haben, um sich irgendwann einmal in diesem Land auch zu Hause fühlen zu können. Denn Kinder, die heute in Österreich geboren werden, sind die Österreicher und die Österreicherinnen von morgen. Und die halten überhaupt nichts davon, diese Kinder vom Anfang an zu Ausländern zu machen im eigenen Land. Deshalb ein klarer Vorschlag, ein Vorstoß seitens der Grünen, wie wir das lösen könnten. Ja, wir sollten eine Regelung einführen, in der Kinder, die in Österreich geboren werden, automatisch die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten, vorausgesetzt ihre Eltern leben seit 5 Jahren in Österreich oder sind im Besitz einer unbefristeten Niederlassungsbewilligung. Und damit haben wir es geschafft, ein paar tausend sogenannte Ausländer, die Jahr ein Jahr aus in Österreich produziert werden, ganz einfach zu Österreichern und Österreicherinnen von Anfang an zu machen.